Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. In diesem Falle haben wir eine MCI-Handschelle aus dem Jahr 1941. Was auffällt, ist die besonders klobige Verarbeitungsweise. Wir schauen uns die Handschelle nun einmal genauer an. Wir haben hier einen runden Bügel, der hier an einem Scharnier sitzt und hier verschlossen wird. Wir haben weiterhin hier einen sehr schön gebogenen und geschwungenen Flügel und daran befestigt auch in einem guten Übergang hier eine Öse. An der Öse ist ein runder O-Ring befestigt, der verschweißt ist. Und diese beiden O-Ringe hier an den Handschellen verbinden quasi den Drehwirbel mit den Handschellen. Der Drehwirbel an sich ist drehbar, ist auch sehr schön gearbeitet, wie hier auffällt, wahrscheinlich gegossen. Ansonsten haben wir an der Handschelle selbst eine Aufschrift, MCI, jeweils mit Punkten entsprechend unterteilt. An der anderen Handschelle finden wir ebenfalls MCI als Aufschrift. Wir haben hier am Schlosskörper, worin ein Bolzen sitzt und eine Feder. Die Feder drückt den Bolzen in diese Richtung, um die Handschelle zuzuhalten. Und wir haben hier einen Deckel aufgesetzt, der auch sehr schön abgeflacht ist. Wir haben hier bei diesem Modell keinerlei Schlagspuren. Und auf der anderen Seite haben wir hier das Schlüsselloch und eben ein Scharnier, was hier mit einer Niete zusammengeführt ist. Auf dieser Seite ist sie etwas besser zu erkennen. Weiterhin haben wir neben der MCI-Aufschrift, wie ihr schon gesehen habt, hier die Zahl 982. Diese findet sich auch auf dem Schlüssel wieder. Hier ebenfalls die 982 eingeschlagen. Und hier haben wir weiterhin einen Pfeil, der in Richtung Schellenmitte zeigt und die Jahreszahl 1941. Weitere Markierungen sind an der einen Schelle hier zu finden. Und zwar ist es ein Pfeil und eine 119. Hier haben wir die originalen Schlüssel auch zu dieser Handschelle, ebenfalls markiert mit der 982. Sehr schön verarbeitet hier mit dem Griffstück und dann haben wir hier über zwei Wulste hin eine Verjüngung in Richtung Griffstück und hier hinten dann das rohrförmige, den rohrförmigen Schlüssel, der hier noch einen Grat aufweist. Und dieser rohrförmige Schlüssel hat ein Innengewinde. Um die Handschelle zu öffnen, wird der Schlüssel in die Handschelle eingeführt und wird dann auf den Bolzen, der ein Außengewinde besitzt, gedreht. Also Innengewinde des Schlüssels setzt sich auf Außengewinde des Bolzens. Ab hier wird das Drehen schwerer. Jetzt wird, weil der Schlüssel hier ansetzt, der Bolzen zurückgezogen und die Handschelle lässt sich öffnen. Wir sehen hier die Aussparung für den Bolzen. Hier greift quasi der Bolzen hinein. Und wir sehen hier
im Bügel diese Aussparung, die recht groß erscheint. Im Video kann man es wahrscheinlich nicht sehen, hier den Bolzen, der zurückgezogen wurde. Wenn ich jetzt einmal den Schlüssel wieder zurückdrehe, dann kommt auch der Bolzen. Hier kann man es gut sehen, auf der weißen Oberfläche. Und jetzt ist der Bolzen hier schräg zu sehen. Der Bolzen ist angeschrägt, damit die Handschelle dann einfach zugedrückt werden kann, ohne eingesetzten Schlüssel. Das Geräusch der Handschelle hört sich dann so an. Man braucht bei dieser Handschelle recht viel Kraft, um den Flügel oder hier beziehungsweise das Endstück in die Richtung Bolzen zu drücken und damit den abgeschrägten Bolzen mit der starken Feder zurückzudrücken. Dies ist bei der anderen Seite genauso der Fall. Wir öffnen diese einmal. Bis hierhin ist wieder ein leichtes Drehen vorhanden. Und jetzt können wir die Handschelle öffnen, können den Schlüssel wieder zurückdrehen und wir sehen, wie sich hier in der kleinen Öffnung der Bolzen wieder zurückschiebt. Die Handschelle ist offen. Und kann somit auch wieder verschlossen werden. Natürlich wieder mit entsprechender Kraft. Das ging wieder recht schwer. Alles in allem eine sehr schön verarbeitete Handschelle aus dem Jahr 1941. Kommen wir nur noch zum Gewicht der Handschelle. Hier haben wir 522 Gramm. 523 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.